Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Grand Adventure. Wir machen weiter. Wir haben noch zwei Parts in der Arena vor uns. In diesem Part habe ich mir schon vorgenommen, wen ich nehme. Einmal Smoker, der Tashigi dabei hat. I'll show you the difference between us. Battle! Fight! Von Smoker haben wir bisher auch nicht so viel gesehen. Weil bisher hatten wir ihn nur in seiner eigenen Reise. Da mussten wir ihn aber, naja, ziemlich schnell zurücklassen. Weil wir andere Charaktere hatten, die eindeutig geschickter waren. Besser im Kampf, besseres Level. Das ist auch das beschissenste Level dafür. Es ist so arsch langsam, wie immer. Ah, wie lang lädt der denn das auf? Bye bye. Well, fuck. Okay, das ist ein Grab. Komm, jetzt schon. Oh, er wurde eingefroren. Der Angriff ist sau langsam, merke ich gerade. Also die Aufladezeit. Der andere ist X-Kreis, den werden wir aber wohl erst im nächsten Kampf sehen, denn das hier sollte es schon gewesen sein. Kurz gegrabt, kurz in die Fresse gehauen, das reicht schon. Ja. You fool. Auch eins der schlimmsten Level für diese Kämpfe war erstens ist es laggy as fuck und fucking slow motion und zweitens haben wir absolut keine Hintergrundmusik und gar nichts. Nur das Schneetreiben, das Rauschen. Don't resist capture. Hungry for some pain? Battle! Fight! You can't escape from me! Okay, er hat den Anfang geblockt. Aber dann nicht mehr. Also wir fahren jetzt einfach nur in eine Wolke und grabben ihn, wenn er nicht blockt. So wie das hier. Nope, mein Angriff war besser. Sorry, Sanji. Bye bye, geschwimmen. Blum. Keine Chance, der Arme. Okay, der hat nichts machen können. Aber die X-fähige Attacke kannst du echt knicken. Also die ich gegen Arlong benutzt habe. Die ist zwar unblockbar. Perfekt. Die ist zwar unblockbar, aber sie lädt so lange auf. Da kann er locker unterbrechen. So, wieder Arlong. Ist leider total unspektakulär, dass wir dauernd dieselben Gegner haben, aber was wir machen. It seems you yearn for an early grave. Battle! Schon wieder Arlong Park, okay. Fight. Verdammt. Er hat einen Buku getroffen, er hat Tränen in den Augen. Krass. Ja, der springt halt freiwillig ins Wasser. Kann man nichts machen. Toll. Toll. Ja, jetzt hauf ich ab, weil ich auf ihn achte. Oh, was ein asozialer. Was für ein asozialer Move, um eine Attacke zu unterbinden. Au. Fucking Rotfuß-Chef. Ja, ich habe auch ein Schwert, sehr schön. Hör auf wegzulaufen! Er versucht halt zu blocken. Machen wir was anderes. Der Angriff ist ziemlich nice.
Der ist zwar nicht unblockbar, aber ich kann da einfach als Wolke rumwuseln. Und sobald er in die Nähe kommt und aufhört zu blocken. Was er irgendwie ständig tut. Achso, ich hab ein Schwert, er kann es gar nicht blocken. Hau ich ihm halt voll in die Fresse. Oh, toll, jetzt wolke ich nur hier oben rum. Dammit. Alter, nerv mich halt. Blöder Penner. Ey. So ein nervtötender Move. Geh schwimmen, du Arsch. Let's go. Hast verstanden? Jedes Mal. Na gut, wieder Sanji. Und dann sehen wir mal, wie wir das letzten Gegner kriegen. Und dann sind wir auch schon durch mit Smoker, also... ist überdurchschnittlich gut. Ist nicht scheiße, aber ist auch relativ unspektakulär, finde ich. Idiot. Oh. Ich hab die Kuh aggressiv gemacht. Aber sie geht auf Sanji los. Weil ich auf ihr drauf war. Sie geht immer auf den. Also es ist wie ein. Man macht sie halt aggro. Und sie rächt sich, indem sie den anderen angreift. Es ist wie ein Reittier. Es ist wie, als würde ich sie kurz zähmen. Hier kämpft für mich und so. Wenn ich ihr in die Fresse haue, macht ihr das gar nichts. Aha, jetzt wollte ich provozieren. Ah. Also die Attacke ist echt schwer auszuweichen. Da hat er schon recht mit You Can Escape From Me. Aber ich glaube auf die Entfernung wird's nix, oder? Doch. Wenn er aufhört zu blocken. Also die, okay, die NPCs sind schon ein bisschen retarded. Die NPCs vor allem, die CPUs sind schon manchmal ein bisschen blöd. Der Arme hier. Oh wow. Dafür ist eine andere Super Attack halt super scheiße. Schade. Oh mein Gott, ganz ehrlich. Dass die NPCs halt immer dieselben Moves machen. Egal ob Arlong oder jetzt Sanji. Confiscated. Ich glaube, die Secret Attack wird wieder nix, wenn ich die ausprobiere. Ja, nicht, wenn ich nicht treffe. Wie habe ich... Wieso... Okay. Jawohl. Wenigstens sehen wir sie. I have no time for losers. Smoke strike. Und wir beenden es dadurch. Sehr gut. Off in jail. Win. Und der letzte ist wieder Arlong. Toll. Vielleicht ist das auch, wenn man am besten ist. Arlong, Sanji, Arlong, Sanji, Arlong. I'll show you the difference between us. Final battle. Fight. Ja, wie viel Leben der hat, ey. Das wird richtig lang gehen. Wozu gibt's eigentlich den Aua? Wozu gibt's eigentlich den Deckungsbrecher, wenn er danach blocken kann? Vor dem nächsten Move. Hä? Was ist jetzt passiert, bitte? Oh mein Gott. Okay, aber der macht ordentlich Schaden. Holy shit. Oh,
Ich glaube, die Attacke mache ich jetzt einfach öfter, weil die zieht ordentlich und die blicken nicht, wie sie die blocken. So jedenfalls nicht. Kann ich eigentlich nonstop einsetzen bei Smoker. Richtig gemeiner Move, aber ihr wisst ja, was die, die CPUs machen. Gerade Arlongs. Also erlaube ich mir das. Oh. Peinlich. Dann soll ich mal eine Bombe rüberschicken. Oh, ich habe mich nicht rechtzeitig gedreht. Ja, genau. Du Arsch. Oh. Okay, diesmal kriege ich ihn nicht. Okay. Trotzdem sehr sinnlos der Kampf. Also Smoker ist auch sehr sinnlos als Charakter, wenn er sonst nichts wie kann. Oh, jetzt kommt der Simon und trifft mich. Au. Das tut weh. Wieso? 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 Ach, verdammt nochmal. Oh, ich wollte eigentlich meine Super-Attack einsetzen, aber ich habe kein Geld mehr. Bin pleite. Kann mir keine Super-Attack leisten. Oh, was machst du da? Bist du irre? Tu die Bombe weg! Okay. Das ist unfair. Au. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, und er säuft nicht ab. Und er springt einfach hinterher. Wird doch noch spannend. Oder auch nicht. Okay. Smoker wäre damit durch. Bin zufrieden. Mehr will ich von ihm nicht sehen. Ganz ehrlich, habe alles gezeigt. Reicht dann auch. Ja, verstanden. Ich bekomme irgendwie wieder nur 3 Karten. Wie auch immer. Ich hätte eher mit gar keiner oder mehr gerechnet, aber gut. Kann ich bitte da hoch? Mein Gott. Okay, als nächstes nehme ich seinen Vize, Tashigi. Von der haben wir auch bisher nicht viel sehen können, denn bei ihr ist es gleich wie bei Smoker. Aber ich glaube, die hat ein paar interessante Moves drauf mit ihrem Schwert. Alter, der Damage gleich mal. Aber das Level, muss das sein? Okay, Peru ist schon mal besiegt. Ich bin gestolpert. Hey, lass den Scheiß. Ja, komm. Ah, das ist ein Konterangriff. Das sehe ich gleich. Und Schild. Nein! Lass das Schild, meinst du? Nein, lass mir das Schild. Okay, jetzt bist du am Arsch. So, jetzt können wir auch gleich mal die Super-Attacks ansehen. Wow. Gegen Peru hat es leider nichts gebracht. Wow. Peru soll mich hier mal in Ruhe lassen. Au. Okay. Egal, ich habe ihn ja gleich, wenn er aufstehen würde. Sadele. Viel haben wir jetzt zwar noch nicht gesehen, aber das war schon mal der erste Kampf. Der zweite wird auch recht schnell, weil der Sanji kaum Leben hat.
That sword should be used for peace. When? Here I come! Battle! Fight! Here I go! Okay, sie schlägt. Aua. Alter, chill doch mal. Eine Combo und du machst so viel Schaden, das geht gar nicht. Okay. I can't stop! Ich verstehe den Angriff ja auch nicht. Tut mir leid. Keine Ahnung. Aber das tut ordentlich weh, hey. Nein. Okay. Nein, Gift! Oh, er ist auch vergiftet. Aber ich nicht. Wieso habe ich jetzt nicht geblockt? Okay, eigentlich sollte er wegfliegen bei so einem Angriff. Ja, verdammt nochmal. Verdammt, das klappt nicht. Alter, normalerweise ist der super easy, aber ich bin ein bisschen unsicher mit Tashigi. Aber es hat geklappt. Irgendwie. Das war kritisch, da hätte ich jetzt echt verlieren können. Auf jeden anzuwerben, Tashigi, ganz ehrlich. Aber diesmal haben wir einen anderen Gegner, weil wir so schlecht waren. Und dürfen gegen Nico Robin kämpfen. Diesen Kampf haben wir auch schon mal im Anime gehabt. Auch wenn er kurz war. Wieso? Hä? Komm, greif an. Komm. Okay, es hat irgendwie geklappt, das mit dem Konter nicht. Ah, warte. Sie macht, glaube ich, keinen Konter. Sie schlägt zu, wenn die zu nah ist. Oder wenn sie im letzten Move angreift, gibt es vielleicht einen Konter. Also ganz am Ende von dem Stolperding. Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich daran, dass sie das irgendwie tut. Also angreifen, aber... So. Ah, geh doch weg. Okay. Oh. Okay, will da nicht runterfallen. Ja, wenigstens hat sie kein Schild mehr. Was? Das trifft. Okay. Natürlich trifft es. Das trifft immer. Moment. Was war der andere Move? X4. Okay. So, thank you. Genau. Hallo? Lass das. Und tschüss. So, jetzt gucken wir mal nach diesem Move. Okay, interessant. Ja, ich treffe schon nicht mehr, okay. Ui. Okay, den Angriff kenne ich. Und der ist übel stark, auch wenn man das jetzt nicht gesehen hat, den müssen wir nachher nochmal anschauen. Aber das ist ein sehr starker Angriff. Für eine normale Kombo jedenfalls. Zorro. Interessant. Interessant. Und ein gutes Level zur Ausnahme. Job. Okay. Verdammt. So. Was mache ich damit? Da, Vorsicht. Ah! Okay, er hat's gekriegt. Er hat's abbekommen. Raven.
Ich verstehe es nicht, wie die den ersten Angriff nicht blocken, aber dann den nächsten. Bei mir klappt das nie, außer ihre Combo ist zu langsam. Aua. Und das trifft nicht, wow. Okay, und das klappt nicht. Der Angriff ist deutlich schwächer als der andere am Ende. Oh, der kann nicht mehr blocken. Wo kommt der Pirat jetzt schon wieder her? Wieso kann der einen Piraten rufen? Ich verstehe es nicht. Oh, aua. Thank you. Das trifft's ganz gut. Oh, wow. Ja, danke. Ich will immer noch wissen, was der Move macht. Oh. Fuck, okay, kein Risiko mehr, bitte. So. Ich glaube, das war der vorletzte. Ein noch. Hinten steht übrigens Navy vs. Wanted, sehe ich gerade erst. Interessant. Sehr cool. Okay, Quina. Interessant. Ich sag dasselbe Wort nochmal, aber das ist tatsächlich ironisch. Aua. Aua. Sie hat's geparried, aber geblockt, aber ist trotzdem explodiert. Sehr gut. So, jetzt. Hey! Das wollte ich haben. Wäh! Hey, ja. Verdammt. Wollt ihr das gerade aufheben und grabben? Das Schwert? Oh wow. Ups. Ah, ich bin vergiftet. Na super. Oh, Mr. Freeze auf dem Vormarsch. Hilfe! Ja, okay, er hat mich zwar schlagen wollen, aber irgendwie hat es nicht geschafft. Sag mal! Okay. Jetzt haben wir zwar die Secret Attack nicht gesehen und die werde ich jetzt auch nicht mehr einsetzen. Aber ich werde sie am Ende in einer Special Episode alle noch zeigen. Also halb so wild. Justice Rules. Wow. Ich bekomme eine Karte, obwohl einige neue Gegner dabei waren. Ah gut, Tashigi damit auch abgeschlossen. Und warum das noch ironisch ist, außer dass Tashigi gegen Quina eh ironisch ist, ist die Tatsache, war das jetzt eigentlich? Nee. Ist die Tatsache, dass wir jetzt einfach auch Quina spielen. Also,
So, und wie immer beginnt es natürlich mit Arlong. You think you're a match for me? It seems you yearn for an early grave. Battle! Fight! Und das ist natürlich auch ein ganz tolles Level. Oh. Fuck. Gott, hat Kuina wenig Leben. Das ist hart. Ah, fuck, das bringt ja nichts gegen den. Aber die Bombe schon. Das war dumm. Oh oh. So, was haben wir hier noch? X-Kreis und X-Viereck. Das war jetzt ein bisschen spät, das noch einzusetzen, aber das war's mit ihm. Das Level ist genauso schlimm wie das Winterlevel, nur dass wenigstens ein bisschen was zu hören ist. Das Drum. Festung Level. Battle! Fight! Yeah, you know. Ja, so sieht es eigentlich aus. Ah, da verfolgst du mich. Setz doch ein! Okay, ich glaube, ich habe den falschen Move im Kopf. Der hatte ich. So, das ist eigentlich dasselbe wie bei Tashigi. Es ist schon faszinierend, dass Kuina und Tashigi fast derselbe Charakter sind, genau wie Sanji und Chef. Nur, dass Chef halt arsch langsam ist. So, er wird jetzt, glaube ich, vom Blitz gekillt. Nee. Tatsächlich von mir, wenn ich ihn mal treffe. So, bitteschön. Ein kleiner Wirbelsturm zum Schluss. Once a loser, always a loser. Win! Ja, hab's verstanden. Okay, Arlong wieder. You're challenging me? Sure. I'll show you the difference between us. Ja, sie ist ein Kind. Das ist die größte Difference. Warum glitscht er mir hinterher? Oh wow. Erstmal ein bisschen grillen. Aua. What? Oh verdammt, schade, ich dachte, er fällt eh runter. Aua. Verdammt. Ja, genau. Was ist denn das für ein Kack-Konter? Aua. Da holt sie ganz kurz das Wado Ichimonji raus. Habe ich gerade realisiert. So.
easy. I win! Win! I win, win. Ja, danke für die Wiederholung. Okay. Wieder Sanji. Ich finde es aber schon ein bisschen seltsam, dass die Gegner alle in der Arena immer stärker werden und Level haben und Skills haben, die Angriff, HP, allgemein alle haben ab nach den ersten beiden Gegnern mehr HP als jeder Charakter, den ich spiele, so ziemlich. Aber unsere Charaktere spielen, sind alle auf Standard, also auf praktisch Level 0. Ist schon hart, ist schon hart. Oh. Hier laggt es irgendwie gar nicht, das wundert mich jetzt gerade. Das wird immer schneller, holy shit. Wow, ich dachte, der Segel ist einfach runter, aber noch nicht ganz. Jetzt schon. Tschüss. Jetzt wird das Spiel wieder langsamer, weil es mehr vom Bildschirm zeigen muss oder von der Karte. Alles klar. Okay. Und zum Schluss wieder Arlong, das heißt, wir haben so ziemlich perfekt gespielt. Ah ja, okay. Wie man auch ganz kurz hört, wie die Musik eigentlich klingen sollte. Au, das tut weh. Oh, jetzt kommt Jessimo angesegelt, weil er diesen scheiß Schild getroffen hat. Direkt in Jessimo rein. Ah, ich brauche einen Move. Ich wollte gerade irgendwie nicht. Oh, das war scheiße. Aua. Ich hole mal Geld. Ach. Mal sehen, ob das klappt, aber ich glaube nicht. Und ich bin auch nur im blauen Bereich. Ich dachte, ich hätte wenig genug Leben. Ah, jetzt bin ich im roten. Wahrscheinlich, weil ich Technik ausgewählt habe. Das ist komisch, weil es plötzlich so schnell ist, aber okay. Ich habe eine Chance. Jetzt habe ich eine Chance. Au. Er versucht halt sogar das zu blocken. Ich habe ein Schwert und es ist eine unblockbare Attacke und er geht ans Blocken. Ja.
Oh verdammt, wie hat er mich jetzt... Wie hat er mich jetzt erwischt? Ja, super Plan. Ach komm, leck mich doch. Okay, jetzt würde ich ihm zwar gerne etwas Richtigem hitten, aber ich habe kein Geld. Verdammt. Ach komm, das ist unfair. Jetzt sehe ich nichts, jetzt sehe ich nichts. Ich habe gewonnen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe gewonnen. Das ist exakt die entgegengesetzte Richtung, sehr toll. Okay, wir haben es geschafft. Das war Kuina, das wären die drei für diesen Part. Im nächsten Part werde ich wahrscheinlich vier machen müssen, denn ich will Ruffy vielleicht doch noch in den nächsten Part packen, denn der ist ja sehr schnell gestorben. Im nächsten Part machen wir also die letzten drei und dann am Ende wahrscheinlich nochmal Ruffy, aber für diesen Part war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal, mach's gut und bis dann. Ciao.